Wenn wir Schmerzen haben, so ist das eine Kommunikation des Körpers mit uns. Ist Schmerz, ich habe das provokativ genannt, der Schmerz ist dein Freund oder dein Freund der Schmerz? Und ich werde natürlich letzten Endes darauf eingehen, was die chinesische Medizin macht, um Schmerz zu bekämpfen. Und das ist halt viel, viel weitreichender als das, was wir kennen, weil sie bekämpft Schmerz auf 3 Ebenen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme, einem weiteren Vortrag über ein anderes spannendes Thema in der klassischen chinesischen Medizin, kurz KCM genannt, das wir auf unserer Webseite www.wege-des-dao.com ausführlich behandeln, weil das immer mehr Menschen betrifft. Jeder hat Schmerzen im Leben und das Thema heute ist Schmerz. Ich habe das provokativ genannt, der Schmerz ist dein Freund oder dein Freund der Schmerz. Und das ist nicht ganz so einfach zu sehen, gerade dann natürlich nicht, wenn man Schmerzen hat. Aber hinter dieser Provokation einfach ein bisschen zu locken, steckt eine Menge Wahres. Und ich möchte Ihnen jetzt in diesem Teaser nur kurz den Überblick geben, was wir in dem Vortrag besprechen werden, aber dass Sie mal so eine kurze Idee bekommen, wie ich auf meine These komme und wie ich das Ganze sozusagen angehe. Schmerz ist etwas, was im Körper stattfindet und eigentlich jeder schon mal kennengelernt hat, selbst kleinste Kinder, ob unbewusst oder bewusst, während der Geburt, danach. Schmerz gehört für den Menschen zum Leben dazu. Und auf dem Videovortrag werde ich Grundlegendes erzählen. Ich werde die Organsysteme, die Organnetzwerke nennen und beschreiben, die mit Schmerz und der Entstehung von Schmerz zu tun haben. Und ich werde natürlich letzten Endes darauf eingehen, was die chinesische Medizin macht, um Schmerz zu bekämpfen. Und das ist halt viel, viel weitreichender als das, was wir kennen, weil sie bekämpft Schmerz auf 3 Ebenen. Diese 3 Ebenen habe ich in einem anderen Vortrag schon vorgestellt, die 3 Schätze, Jing, Qi und Shen. Und die chinesische Medizin arbeitet natürlich auf allen 3 Ebenen, um Schmerz auch da ganzheitlich zu therapieren. Hier nur ein kurzer Überblick über das, was ich im grundlegenden Bereich erzählen werde. Wenn wir Schmerzen haben, so ist das eine Kommunikation des Körpers mit uns. Wir lassen mal außen vor, wer wir in diesem Uns sind, was damit gemeint ist. Aber, also ob man das Seele nennt, ob man das irgendwie Psyche nennt, ob das ein Teil von uns ist, das ist für mich im Moment nicht so wichtig. Es geht mehr darum, wir spüren den Schmerz und der Schmerz ist für den Körper ein Hinweis und eine Art Kommunikation. Der kann nicht anders mit uns reden. Also sagt er uns, übrigens nicht nur durch Schmerz, auch durch Müdigkeit, durch Hunger, durch Übelkeit, durch Lustlosigkeit. Also der Körper kommuniziert sehr vielfältig mit uns, nicht nur über Schmerz, aber Schmerz ist natürlich ein Hauptthema, so wie Krankheit eine Kommunikation des Körpers mit uns ist. Und der Körper versucht, das Leben versucht, uns klarzumachen, hier läuft etwas schief. In der chinesischen Medizin gibt es den Begriff des Schmerzes als Begriff, dass etwas nicht durchflossen, durchströmt wird.
dass etwas blockiert ist. Und jede Blockade, egal auf welcher Ebene des Seins, ruft Schmerz hervor. Und genau darum geht es zu erkennen, dass Schmerz nicht etwas ist, was uns ärgern soll, dass Schmerz auch nichts ist, was möglichst schnell abgestellt werden soll. Selbstverständlich kann man das versuchen und selbstverständlich versuchen wir, wenn ein Patient zu uns kommt, den Kopfschmerz ihm zu nehmen, aber wir müssen fragen, woher, warum hast du Kopfschmerzen, woher kommt das? Weil der Schmerz hat eine Ursache und diese Ursache ist dadurch, dass wir den Schmerz killen, also bestimmte Nervensachen blockieren, dadurch ist diese Ursache nicht bekämpft und der Schmerz wird wiederkommen. Ja, gerade in der heutigen Zeit kennen wir immer mehr chronische Schmerzpatienten und genau da ist der Punkt, der Fehler gemacht worden, auch seitens der Medizin, aber natürlich auch seitens des Patienten, Schmerz loswerden zu wollen. Es ist das Gegenteil, was wir benötigen. Wir müssen uns den Schmerz genau anschauen. Wir müssen schauen, woher kommt er? Was will er von mir? Wenn wir ihn nur versuchen zu beseitigen, machen wir ihn letzten Endes stärker und irgendwann eben chronisch. Ja, was viel schlimmer ist, neben dieser chronischen Problematik des Schmerzes selbst, entsteht eine immer größere Blockade und eine immer größere Lustlosigkeit des Körpers, sich mit dem auseinanderzusetzen. Das heißt, wir dienen ihm als Vorbild. Wenn wir nichts wissen wollen über unseren Schmerz im Leben, dann wird der irgendwann bestimmte Signale gar nicht mehr weitergeben, beziehungsweise wenn wir dann meinen, oh, jetzt nehme ich den Schmerz aber doch ernst, jetzt bin ich aber doch ernsthaft erkrankt, dann sagt diese Energie, weil sie schon jahrzehntelang unterdrückt wurde, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, du hast mich ja die ganze Zeit nicht ernst genommen, warum jetzt? Also ich deute das hier nur an, dass es sehr feine psychologische Ebenen gibt, auf denen das Ganze dann sich abspielt und immer weiter verzweigt. Für mich in der Therapie ist immer wichtig, den Patienten, uns selbst, wenn wir Schmerzen haben, immer zu fragen, was ist los? Also wir dürfen keine Angst vor dem Schmerz haben. Ich meine, warum sollte man Angst vor einer Kommunikation haben? Denn der Schmerz gehört zu uns, es ist mein Schmerz und er hat etwas mit meinem Leben zu tun, ob mir das gefällt oder nicht. Genau das ist die Kommunikation, die wir führen müssen. Was ist los? Unabhängig davon, dass wir dann beginnen, auf verschiedensten Ebenen mit verschiedensten Verfahren diesen Schmerz natürlich anzugehen, die Blockade zu lösen, zu öffnen, aber auch da eine Lösung zum Beispiel durch Akupunktur, eine Schmerztherapie, selbst wenn sie erfolgreich ist, kann es sein, dass das grundlegende Problem, was sich eben viel tiefer im Inneren des Körpers verbirgt, in unserer Psyche, in unseren Ängsten, in unserem Geist, in unserer Seele, wenn das nicht auch nur ansatzweise zumindest mal angeschaut wurde, meistens reicht schauen, man muss gar nichts damit machen, aber wenn das nicht passiert ist, dann kommt dieser Schmerz wieder. Dann ist eine Frage der Zeit, bis das wieder auftaucht. Deswegen jede Schmerztherapie benötigt immer auch eine Offenheit des Patienten, des Betroffenen, sich anzugucken, was bereitet ihm Schmerzen, wo geht was in meinem Leben schief und wo kann ich vielleicht etwas tun, indem ich mir das anschaue, indem ich offen bin für das, was der Schmerz mir sagen will. Ja, wenn wir in den Garten gehen, also das ist der zweite Aspekt, Schmerz wird nicht immer gleich empfunden. Ja, also Leute gehen in den Garten, robben 5 Stunden lang im Frühling auf dem Boden herum und kommen so ins Haus und kommen so in den Kurs. Und ich frage dann, was ist los, was hast du gemacht, was passiert? Oh, nichts, nee, alles gut, ich war im Garten, war total super, endlich der Frühling, hab richtig gerödelt. Ja, aber ne, du gehst ja so krumm. Ja, mein Rücken tut ein bisschen weh, aber das ist morgen wieder vorbei. Also auch da, neben dem Aspekt, dass Schmerz natürlich ein Eigenleben hat und da ist, ist es immer noch
irgendjemand, der ihn wahrnimmt, und diese Wahrnehmung ist sehr unterschiedlich. Ja, wenn ich Schmerzen bekomme bei etwas, was ich mag, Gartenarbeit, Frühling, raus, dann wird dieser Schmerz deutlich anders bewertet, als wenn es Schmerz ist, der mir zugefügt wird. Das geht bis hin natürlich zu Bereichen der Sexualität, wo es eine Lust hervorrufen kann und dieser Schmerz dann selbstverständlich nicht nur akzeptiert, sondern gern gesehen ist. Ich will damit nur andeuten, auch da muss man schauen, zu welcher Zeit welcher Schmerz schlimmer wird oder weniger schlimm ist, weil das auch damit zu tun hat, wie meine psychische Verfassung ist und wie ich den Schmerz gerade wahrnehme und welche Einstellung ich zu dem habe, was mir die Schmerzen bereitet hat. Also auch da ein großes Gebiet, was wir uns ein bisschen anschauen werden, dass wir so ein bisschen gucken, bin ich manchmal nicht sehr offen für Schmerz, weil ich das, worum es geht, nicht tun will und deswegen der Schmerz viel schneller da ist, als wenn es etwas wäre, was ich gerne tue. Ja, also auch da gibt es also ganz sicher so unterschiedliche Wahrnehmungsfelder und unterschiedliche Intensität, mit der ich auf einmal diesen Schmerz empfinde. Und das Ganze bildet natürlich dann irgendwann die Grundlage dafür, dass wir hinschauen müssen. Deswegen sagte ich, dass das ja eine Kommunikation ist. Je deutlicher, je klarer der Schmerz ist, je häufiger er wiederkommt, umso mehr fordert mich der Körper ja auf. Hallo, ja, hallo, hier ist was faul. Das ist so ein bisschen dieses Bild des Schmerzes, den man einfach erkennen muss. Das ist so wie die Öllampe beim Auto. Ja, die leuchtet auf und das ist unschön, weil man muss Pause machen, sich das angucken, eventuell den ADAC rufen oder irgendeinen anderen Automobilclub, man muss reparieren in die Werkstatt. Und dasselbe wäre, wenn man jetzt sagen würde, nö, da habe ich keine Lust zu und klebt dann über die rote Lampe einfach ein Pflaster drüber oder nimmt die Birne raus. Dann ist das, was das Auto zeigt, nämlich, hallo, hier ist was kurz vor der Explosion, hier läuft was schief, deswegen rotes Licht. Sehen wir nicht mehr und dann tun wir einfach weiter und fahren auch weiter. Das geht sogar eine Zeit lang, aber der große Knall kommt dann. Und so ähnlich ist das, wenn man Schmerz einfach abstellt. Ja, dann merkt man nicht mehr, da will mir ja jemand was sagen und ich habe nicht geschaut, was. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn irgendwann am Ende dieser Kette tatsächlich eine große Explosion ist, so wie beim Auto auch, bis es auf einmal Ratsch macht und der Motor stehen bleibt und dann aber auch kaputt ist und die Reparatur und der Zeitaufwand alles viel, viel größer ist, als wenn man auf die rote Lampe reagiert hätte. Diese rote Lampe im Körper ist für uns wichtig, um ja, mit dem Körper in Kontakt zu bleiben, ja, zu schauen. Die Chinesen sagen auch gerne, meine Lehrer haben gerne gesagt, Schmerz entsteht dort, wo du lange nicht mehr gewesen bist. Ja, auch ein schönes Bild. Und wenn der Schmerz da ist, wirst du gezwungen, wieder hinzuschauen. Also heute leider nicht mehr, weil heute ganz tolle Methoden gibt, den Schmerz einfach abzustellen, eine Zeit lang. Aber an sich ist die Idee ganz klar. Du warst lange nicht mehr da. Hier ist die Einladung, nicht so höflich wie sonst, weil du ja nicht hörst und darauf nicht reagierst. Deswegen ein bisschen strenger, ein bisschen strikter, aber es ist die Einladung, schau mal wieder rein. Hier passiert was, was dir nicht gefallen wird im Endeffekt. Und darüber werden wir in diesem Video die ganze Zeit so ein bisschen uns unterhalten und natürlich dann aber auch sehr konkret in Hilfe gehen, sehr konkret in die Funktionen der Organe gehen und was man tun kann, damit man den Schmerz eben auf mehreren Ebenen bekämpfen kann. Dies hier soll einfach nur so ein kleines bisschen Appetit machen darauf, dass wir den Schmerz nicht als unseren Feind sehen, was wir oft tun und dass wir eben anfangen sollten, ihn nicht ständig abzustellen. Und ich hoffe, dass diese wenigen Informationen ein bisschen neugierig gemacht haben und Sie sich den Rest auch anschauen und einfach einen ganz neuen Zugang zu Ihrem Freund, dem Körper, und dem Schmerz bekommen. Und in diesem Sinne
wünsche ich Ihnen einen angenehmen Tag und selbstverständlich natürlich ganz, ganz wenig Schmerzen oder gar keine. Tschüss.